Ciao zusammen und willkommen zurück zu Farm Together. So wie versprochen in der letzten Folge, gleich sollte es soweit sein und wir erreichen Stufe 200. Das ist unglaublich, wie schnell das geht mit dem Booster. Schaut mal, wie das da rückt und gleich jetzt dann vielleicht noch zweimal hüpfen. Noch einmal und tada! Unsere Farm hat Stufe 200 erreicht. Yes! Ich habe mir eine Stunde lang einen Booster geholt. Dazu möchte ich auch noch gerade sagen, ich habe es zwar schon öfters erwähnt, holt euch bitte die Booster. Gerade auch, ich werde oft noch angeschrieben, mich besucht niemand auf der Map. Und ja, ich weiß nicht, wie, also ich mache das so, wenn ich sehe, dass Leute kommen, je nachdem, wenn sich gerade viele sind. Das sind dann schon die, wo, wenn ich einen Booster hole, auch mal kurz vorbeischauen. Und dann merkt sich das dann irgendwie, ja, da, den kenne ich doch irgendwie. Und dann geht man auch mal wieder vorbei oder kommt ins Gespräch und hilft einander, macht das. Das ist wirklich sehr, sehr, finde ich, sehr wichtig. Und es geht mega fix voran. Wenn ich denke, diese Blumen hier sind nicht mal gegossen. Wenn ich jetzt hier noch die Sprenkleranlage hingestellt hätte, schaut mal, wie das levelt bei mir rechts oben mit dem Booster, das ist ja unglaublich. Nur von den Gerberer, geschweige denn, werden die gegossen, wäre es noch 150 Mal mehr. Und ich habe mega, mega viele Blumen, die gut XP geben. Ich denke, wir werden hier locker Stufe 201 noch erreichen gleich. Das ist krass, das ist unglaublich krass. Dauert zwar, aber ja. Ich habe mir für 1,5 Stunden einen Booster geholt und ich denke, dass wir jetzt sehr, sehr fix vorankommen, weil eben gerade die wichtigen Blumen, wo ich sehr viele gepflanzt habe, jetzt fertig sind. Ich mache jetzt hier weiter. Ich denke, dass ich das offscreen machen werde, ist sonst zu langweilig. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt gerade auf der Zielgeraden, das heißt Zielgeraden, er ist eigentlich auf dem Rückweg mit der lila Orchidee. Und gleich sollten wir Stufe 201 erreicht habt. Ich bin 9 Minuten jetzt dran. Also ihr seht, es lohnt sich, auch im höheren Levelbereich von der Map auf jeden Fall den Booster zu holen. Gerade mit den Blumen. Gleich sollten wir es haben jetzt dann. Noch einmal hüpfen. Zack. Stufe 201. Innerhalb 9 Minuten mit dem Booster. Also es ist unglaublich. Das so macht es natürlich auch Spaß dann, ne? Booster zu holen und das riesen Blumenfeld abzuernten. Ich muss unbedingt die Sprenkleranlage hier noch montieren. Dann wird sich das noch um ein Vielfaches mehr lohnen, wenn ich mit Booster ernte. Bin immer noch dran und jetzt sollten wir gleich Stufe 202 erreichen von der Map. Ich habe noch Hilfe bekommen, es sind noch zwei andere da. Ich habe sie angewiesen, mir diese Blumen hier oben nicht zu nehmen, weil ich ja Booster habe. So, wir geschafft. Ja, wurde natürlich darauf hingewiesen, setz doch die Sprinkler hin. Ja, das stimmt, ich weiß, habe ich ja vorhin gerade noch gesagt. Das wäre natürlich nochmal das Doppelte. Ja, ich weiß, ich muss das machen, gerade oben bei einer Gerber, aber wie ihr gesehen habt, das lohnt sich krass, das ist wirklich krass zum Leveln. Stellt euch vor, ihr werdet erst Stufe 20, da werdet ihr ja, weiß nicht wo schon, und das so rechnen könnte. Aber geht jetzt auch, also werde ich das noch abernten, halt ohne Sprenkler und sobald ich den Booster hier aufgebraucht habe und noch Lust habe, mache ich dann mal diese Sprenkleranlagen hin. Das ist schon so. Es würde sich lohnen. Ich mache jetzt feinsäuberlich weiter mit meiner Ernte. Mal schauen, wie es aussieht. Werden wir wahrscheinlich sogar noch Stufe 203 erreichen mit dem einen Booster. Sind wir jetzt 16 Minuten dran? Nicht schlecht, würde ich sagen. Bilanz. Gleich haben wir Stufe 203. Mega cool. Tanken. Und tada! Wie cool ist das denn? Es levelt ja fast schon zu schnell.
würde ich sagen. Weiter geht's. Vielleicht schaffen wir sogar noch 204. Aber es wurde jetzt ziemlich viel ohne Booster geerntet und Blümchen von den anderen. Mal gucken, ob wir Stufe 204 auch noch erreichen mit dem Booster. Wir sehen uns dann gleich wieder. Mit den Blumen hat es nicht gereicht. Habe ich mir fast noch gedacht. Aber wir sind immerhin schon ein halbes Level weiter. Auf 204 mit dem Booster noch wage ich tatsächlich jetzt zu bezweifeln. Aber ich mache jetzt weiter. Also ich mache jetzt da Sachen, die eben unter Stufe 30 sind. Damit die Sachen gelevelt werden. Da habe ich auch noch einige Blümchen auf der Map selbst, wo ich extra auch angepflanzt habe, die gut XP geben. Diese sind mit Sprenkelanlagen. Vielleicht bringt das dann noch so ein bisschen einen Fortschritt, was das Leveln angeht, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Reichen wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Haben sie mir da irgendwie Sachen angefangen zu ernten und nicht fertig gemacht, wenn ich das richtig sehe. Sobald ich diesen Booster aufgebraucht habe oder sollte alles komplett geerntet und bereit sein, werde ich mit der Dekoration weitermachen. Ja, wahrscheinlich dann mal die Sprenkelanlage. Ich weiß. Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten ist noch leer. Was ist denn noch unter Stufe 30? Ich glaube, bis auf wenige einzelne habe ich es bald. Hier die. Gurke ist auch erst 22. Gibt es also noch einiges, das gelevelt werden muss bis 30, je nach Jahreszeit. Und da hinten noch Blumen, ne? Die würde ich auch gerne mitnehmen. Die sind fertig, oder? Ja. Die geben nämlich auch nicht schlecht XP. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Dann. Ist da. Da ist doch irgendwie Zeugs. Nicht fertig war. Wo war das? Bin ich falsch? Ja, komplett falsch. Hier ist schon mal leer. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Stufe 28.
einfällt von denen. Ich habe zwar gerade gesehen, ich glaube, da habe ich über 300 schon angepflanzt. Mache ich nur das Feld hier. Da fehlt noch die Beleuchtung. Hier sind die Blümchen. Richtig dunkel hier, dass Nacht ist. So, nehmen wir die noch mit. Wäre wahrscheinlich diese Ecke jetzt dann auch ziemlich geerntet. Genau. Dann kann ich hier eine neue Aufgabe annehmen. Schalottenzwiebel, tropischer Fisch, Oregano. Mhm. Okay. Ah, hier oben noch. Bisschen was verkaufen. Oh, Äpfel. Oh Mist. Ist voll. Lager voll. Das wird ja ziemlich meine Tocken, also Medaillen abräumen, wenn ich dann hinten dieses Feld machen will mit Sprenklern. Das wird dann nochmal einiges benötigen. So, also, ich habe hier Schalottenzwiebeln, ich glaube, zu wenig gehabt. Ich mache jetzt hier noch ein Feld. Ja, eben noch 50 Minuten, ne? Über 50 Minuten Booster. Wird aber knapp mit Stufe 204. Aber immerhin, wir haben ziemlich viel. Also wie ihr gesehen habt, es ging echt fix. Und da sind einige gute Blümchen angepflanzt. Und wenn ich, ja, ich weiß, wenn ich die Sprenkelanlage gepflanzt hätte, wahrscheinlich hätten wir locker Stufe 204 erreicht. Ich mache jetzt weiter, werde schauen, dass ich die Quests auch machen kann. Dann werde ich beginnen mit der Sprenkelanlage hinten bei diesen Blumen. Die dauern ja auch wahnsinnig lange. Gerbera 7 Tage. Also lohnt sich das sicher, wenn ich da Sprenkelanlagen hinsetze. Und dann geht das weiter, Road to Stufe 250 in 10 Jahren wahrscheinlich. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Gebt auf euch Acht, genießt noch die Sommertage. Und ja... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.